Ja, hi. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Wirklich eine riesengroße Ehre, ein Privileg, zu solch einem besonderen Anlass in diesem wunderschönen Theater spielen zu dürfen. Wirklich vielen lieben Dank dafür. Ne? Und ich weiß das zu schätzen, Freunde. Ne? Mein letzter Auftritt direkt vor der Pandemie war in Lübben. Weiß jemand, wo Lübben liegt? Genau. Spreewald! Ja? 20% AfD-Anteil. Meine Agentur schickt ihren bis dato einzigen offensichtlich ausländischen Comedian an einen Ort mit einem 20%. Ich habe meine Agentin gefragt, ne? Sag mal Heidrun. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Da schaut sie mich an und sagt, ja, Experiment. Und was ist, wenn das Experiment schief läuft? Tja, dann haben wir es wenigstens versucht. Na? Und die 17 Ziele stehen ja für nachhaltige Entwicklung. Ne? Da bin ich total stolz auf Berlin tatsächlich, weil da hat Berlin schon ein bisschen was gerissen. Warte, ich komme mal hier runter, hier ist so schöner. So, da hat Berlin tatsächlich, wer kommt aus Berlin, einmal applaudieren? Schön, schön. Okay, auch aus Berlin. Mittlerweile jetzt mal ganz, ich nehme mal Sie. Voller Alternativa und Ökos mittlerweile Berlin, oder? Prenzlauer Berg ist am schlimmsten. Prenzlauer Berg, doch, also ich habe das Gefühl, Prenzlauer Berg, da ist jeder alternativ. Alle, sogar die Tauben sind dort alternativ. Alter, die wollen keine Brotkrümel, die wollen glutenfreies Dinkelbrot. So. Und wenn es denen nicht gefällt, schauen die dich auch von oben herab an, so. Gurr. Gurr. Sogar die Obdachlosen, die wollen kein Geld, die wollen Bitcoins. So. Und die ganze Stadt ist voller fucking Fahrradfahrer, überall Fahrradfahrer. Ist eine gute Sache, Freunde, aber es sind zu viele. Überall. Ich habe echt Angst, dass ich irgendwann so einen Fahrradfahrer überfahre, ne? Und wisst ihr, wovor ich größere Angst habe? Dass es mir gefällt. Wahnsinn. Ne? Das ist... Aber ich bin hier geboren, aufgewachsen tatsächlich, ne? Und Wedding war früher anders. Anders. Heute sehr alternativ, sehr öko. Früher, Freunde, vor 20, 25 Jahren, ich hatte einen einzigen deutschen Freund. Und der hieß Merlin. Welche Eltern nennen ihr, ich weiß nicht mehr, wie der Vater ist, wahrscheinlich Lancelot. Die Mutter war die Tafelrunde, da war jeder mal dran. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Und natürlich ist es immer eine gute Sache, um die Ungleichheiten zwischen den Menschen zu beseitigen, ist es immer eine gute Sache, auf Integration zu setzen. Ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber ich bin ehrlich, Freunde, für mich als Deutsch-Türke hier in Berlin war Integration ein lustiges Thema. Wirklich, als ich damals im Wedding gelebt habe, wir haben im dritten Stock gewohnt. Unter uns haben Deutsche gewohnt. Deutsche Nachbarn. Normal in Deutschland. Und jedes Mal, wenn mein Bruder und ich Lärm gemacht haben, hat meine süße kleine türkische Mama uns immer angeschrien. Psst, psst, seid ruhig. Unten wohnt Deutsche. Unten wohnt Deutsche. Ja, seid ruhig. Sonst kommen die. Und wenn sie kommen, dann kommen sie pünktlich. Das ist Deutsch-türkische Erziehung sind auch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ne? Haben wir Türken heute hier einmal applaudieren? Ah, sehr schön. Integrierte Türken. Hallo, ich bin hier. Siehst du mich? Schön, dass du da bist. Hi. Einer nur? Und noch einer hier vorne? Sehr schön, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Deutsch-türkische Erziehung, zwei sehr unterschiedliche Dinge, nicht wahr? Ne? Bei den Deutschen heißt es immer, Max, wenn du nicht auf mich hörst, trägst du die Konsequenzen. Was soll Max sagen mit seinen 5 Jahren? Ich kenne meine Rechte. Lieblingsspruch meines Vaters immer wieder, ich brech dir die Nase. Immer wieder, ich brech dir die Nase. Immer wieder. Meine Mutter irgendwann, Mehmet, wie vielen Menschen im Leben hast du schon die Nase gebrochen? Weib, wenn du nicht ruhig bist, bist du die Erste. Nach dem Spruch hat meine Mutter ihm die Nase gebrochen. Das ist. Und ich sag's euch. Das ist eine Wahnsinnssache. Ne? Meine Mutter war immer bemüht. Sie war stets bemüht. Ne? Sie spricht akzentfrei Deutsch, aber die richtigen Worte zu finden, fällt ihr oft schwer. Und sie muss echt aufpassen, was sie sagt, weil sie ist eine muslimische Frau mit Kopftuch. Alles, was sie sagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Vor 6 Monaten, Silvester, da wollte sie Böller kaufen, Knaller, Knallerbsen für ihre Enkelkinder. Muslimische Frau mit Kopftuch geht in den Kiosk rein, stellt sich vor den Kioskbesitzer und fragt allen Ernstes, schönen guten Tag, haben Sie Bomben?
Und der Kioskbesitzer war Pakistaner. Folgen Sie mir unauffällig. Wahnsinn. Es ist, ne? Aber ich bin stolz auf uns als Volk. Ich bin stolz auf Deutschland. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich beziehe mich mit rein. Ne? Weil du wirst immer wieder, guck mal, wir haben trotz einer globalen Pandemie, trotz des Krieges, trotz der fürchterlichen Dinge, die um uns herum passieren, haben wir unseren Sinn für Humor nicht verloren. Ne? Wir sind ein lustiges Volk. Meiner Meinung nach sind wir Deutschen sogar die lustigsten Menschen auf der ganzen Welt. Unbewusst. Wir Deutschen haben eine Art und Weise an uns, die ist einzigartig auf der ganzen Welt. Beispiel. Ich habe einen Kumpel, der heißt Thomas Schmidt. Einer der deutschesten Deutschen, die ich kenne. Einer meiner besten Freunde und einer der deutschesten Deutschen, die ich kenne. Freunde, wirklich, deutscher geht's kaum. Wirklich. Wenn draußen Sonne scheint, fängt der an zu glitzern. Richtig deutsch. Wirklich. Wir waren im Kino, er hat Essen geschmuggelt. Aber nicht Chips oder Gummibärchen. Nein, Alter, Apfelschnitten. Ich habe im Kino Apfelschnitten gegessen. Ja. Letztens sind wir im Lidl einkaufen, da rempelt ihn jemand von hinten an. Thomas dreht sich um und sagt so, Junge, pass mal auf hier, hier möchten auch die anderen Menschen inkaufen, wa? Muss man richtig kicken hier. Da sagt der Typ, Alter, wenn du nicht die Fresse hältst, kriegst du gleich ein paar aufs Maul. Da schaut Thomas ihn an und sagt, ha, geht ja wohl schlecht mit Mindestabstand. Aber... Ich bin auf so viele Sachen stolz in diesem Land, auf so viele Sachen. Ne? Ich habe zum Beispiel, meine Eltern kommen ja aus der Türkei, ne? Und ich habe zum Beispiel kein Land auf der ganzen Welt gesehen, das Hunde so sehr liebt wie die Deutschen. Die Deutschen lieben Hunde, übertrieben. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich bewundere das. Ja, die Deutschen lieben Hunde. Und Freunde, das, was ich euch erzähle, ist kein Scherz. Ich habe mir vor 3 Jahren einen Hund gekauft. Und seitdem ich diesen Hund habe, meine deutschen Nachbarn nehmen mich jetzt ganz anders wahr. Ich bin jetzt einer von ihnen. Und weißt du, wann deine deutschen Nachbarn dich richtig akzeptieren als einer von ihnen? Wenn sie dich dabei beobachten, wie du die Scheiße von deinem Hund mit einem Hundekotbeutel aufhebst. Dickerchen, Integration, Eskalation. Ja? Ich habe das gemacht, Frau Meier sieht das, sie fängt an zu salutieren. Herr Meier kommt aus dem Garten, Einigkeit und Recht und Freiheit. Das ist. Aber. Ist doch Wahnsinn. Ich bin auch beeindruckt, wie viele junge Menschen heute da sind. Ne? Haben wir unter 20-Jährige hier? Schön, schön. Wie alt bist du, mein Freund? 19. Du bist 19? Okay, im Namen aller älteren Generationen entschuldige ich mich für den Schwachsinn, den wir fabriziert haben mit der Welt. Mach's besser. Du bist 19 Jahre alt, schönes Alter, Dicker. Ich bin 35, bei mir geht's bergab. Sei mal ehrlich, sei mal, wie heißt du? Hendrik. Hendrik? Hendrik, sei mal ganz ehrlich, du hast jeden Tag eine Morgenlatte, ne? Guck mal, wie arrogant er mich anschaut, ja? Wenn du es genau wissen willst, er steht jetzt gerade eben. Schön, nutze es aus, mein Freund. Hast du einen Freund oder eine Freundin? Du bist die Freundin, nutze es aus, die macht es stark in dir. Und weißt du, guck mal, bei mir geht voll auf gar nichts. Und Henrik, weißt du, was geil ist? Wenn du morgen aufstehst und du hast eine Morgenlatte, dann wirst du an mich denken. Ja. Nein, ich auch hier. Alles gut. Ja, komm, gib her, komm. Nein, ich komm zu meinem. Guck. Eine. Ich komme zum Ende. Ich liebe es. Es ist für mich ein Privileg, in Deutschland zu leben. Ein Privileg, Freunde. Meine Eltern haben sehr viel auf sich genommen, dass ich hier ein privilegiertes Leben führen kann. Da bin ich sehr stolz drauf. Ne? Ich liebe die deutsche Ordnung, die deutschen Hinweise, die deutschen Einschränkungen. Aber manchmal, Freunde, müsst ihr zugeben, ist ein wenig zu deutsch. Deutsch sollte echt so ein Adjektiv sein im Lexikon. Für Deutsch. Und direkt daneben sollte dieser Gesichtsausdruck sein. Ich bin der Meinung, deutsche Rapper sollten diesen Gesichtsausdruck auch viel mehr in ihre deutschen Rap-Texte mit einbinden, damit das Ganze viel authentischer wird. So ein auf alle meine Bitches parken im Parkverbot. Ja. Oh, guck mal.
Aber guck mal. Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und ich habe ein Verkehrsschild entdeckt, worauf steht, kein Scherz, in 4 Kilometern Entfernung fehlt die Markierung. Alter, wie krass deutsch ist das denn? Dass die auf etwas hinweisen, was gar nicht existiert? Anstatt das Schild aufzustellen, mach doch die Markierung dahin. In der Türkei haben wir auch solche Verkehrsschilder. Da steht aber in 4 Kilometern Entfernung, fehlt die restliche Straße. Ja? Letztens bin ich auf der Landstraße gefahren. Riesengroßes Schild mit einem Reh drauf, das einen Weg überquert. Darunter in 3 Kilometer. Alter, geht's noch deutscher, dass sie jetzt Rehen vorschreiben, wo sie die Straße zu über... Vor allen Dingen, woher wissen die Rehe das? Warte. Sind das auch so deutsche Rehe, so einer auf Rudolf? Wir dürfen die Straße hier nicht überqueren. Weil hier fehlt die Markierung. Diese Nummer, Freunde, ist auf YouTube. Direkt darunter hat ein Deutscher kommentiert, auf die geilste deutsche Art und Weise, die es gibt. Das ist kein Reh, das ist ein Hirsch. Vielen Dank, danke schön. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ozan Yaran, ich bin Stand-Up-Comedian. In diesem Szenario hier stelle ich Nikita Millers Penis dar. Ja, eine riesengroße Ehre. Ne? Und falls ihr mehr von ihm sehen wollt, vollkommen verständlich, auf der rechten Seite habt ihr ein komplettes Video zu ihm. Und viel Spaß damit, sehr, sehr lustiger Kollege. Und ich baumel auch vor mich hin.